Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Forest, Sons of the Forest, um genau zu sein, mit dem wunderbaren Hom Tanks und dem einzigartigen Potato Pet. Ah, nee, man soll sich selbst nicht einzigartig nennen, ne? Das ist ein bisschen komisch. Na, egal. Man könnte denken, du wärst retarded. Ja, bin ich ja auch. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst, würde mich sehr freuen, so denn ihr euch dazu entscheiden solltet. Denn Hom Tanks wird das auch sehr freuen, also macht den Hom Tanks stolz und macht ihn hier. Ja, abonniert ihn, das wird mich sehr stolz und glücklich Abonnieren machen. Ist gut. Ich glaube, die letzte Höhle, zu der wir müssen, ist die hier unten. Glaube ich. Ja, ja, aber unten an dem großen Fluss, da waren wir auch schon. Wir haben alle Höhlen abgesucht, außer, glaube ich, die da vorne. Aber da sind wir dran vorbei, weil wir erst zum blinkenden Punkt da drüben gegangen sind. Deswegen sind wir nicht zurück zu dieser Höhle hier gegangen. Das ist, glaube ich, die einzige Höhle. Achso, warte mal. Ich sehe gerade, da ist der Helikopter Da ist der Helikopter. Gibt es noch einen anderen Helikopter? Nö. Ich weiß nicht, ich habe nur diesen einen Helikopter da oben an der Küste gerade gesehen. Ja, wir gehen auch wieder Richtung zu unserer Basis dann quasi. Wir sind einmal im Kreis gelaufen. Ey, keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt fast nie auf das GPS-Ding geguckt, weil du da das ja die ganze Zeit in der Hand hast. Ja. Deswegen habe ich da eigentlich nie drauf geguckt. Deswegen ich wüsste jetzt gar nicht, in welche Richtung unsere Basis ist. Oh mein Gott. Springen. Ja, gut. Geht doch. Du gehst übrigens in der Luft, ne? Also. Ja, ich bin halt Jesus. Was dagegen? Willst du wissen? Ich guck mal, ich bin Jesus. Rüst das mal aus. Warum? Weil das ein lustiges Geräusch macht, wenn du es ausrüstest. Echt? Ja. Was kann das? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man das gegen die Viecher einsetzen. Hier, guck mal. Naja, ich weiß, dass du das klicken kannst. Vielleicht kannst du dir einen Exorzismus betreiben oder so. Witzig. Brauch nur das Weihwasser. Hier Hallo. Ist auf jeden Fall nicht mehr kalt. Ja. Aber das mit dem Schnee finde ich jetzt eigentlich ganz geil. Ja, das ist schon ganz nett gemacht. Aber die Gebäude verbacken leider so ein bisschen. Also, wenn die vollschneien? Ja, manche Parts sind vollgestellt, manche nicht. Und das ist auch teilweise richtig, manchmal ist es aber falsch. Also manchmal sind Sachen nicht vollgestellt, die eigentlich vollgestellt sein müssten. Wir haben ja quasi ein System eingebaut, das, wenn es überdacht ist, das nicht einschneit, weil es ja gut ist. Aber das funktioniert nicht so ganz. Und manchmal backt das dann so ein bisschen rum. Das ist ein bisschen komisch. So, das ist die letzte Höhle, die wir noch sehen müssen. Das könnte doch jetzt eine größere Höhle sein, wenn das jetzt wieder eine kleine Höhle ist. Oh, guck mal, hier stehen noch Leute mit. Was ist das? Eine Slingshot. Wir haben eine Schleuder. Schleuderfleck. Nice. Hier ist nochmal Geld. Boah, Junge. Ich könnte jetzt hier was willst, ist doch ein bisschen angebrannt oder was? Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es halt einfach nicht. So, Seile waren da vorne noch. Sonst ist hier nichts mehr, ne? Nö, lass doch rein. Auch ein bisschen Geld. Ja, gut. Rein da. Okay, sieht aus wie eine größere Höhle. Endlich mal wieder eine größere Höhle. Das finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so geil, dass man sich halt gegenseitig Bodyblocken kann. Das finde ich irgendwie. Musst du auch hier mit dem Ding hier was interagieren? Ah. Der Seilgun. Ja. Ich habe so ein Video gesehen, dass man über die komplette Insel so eine Seilrutsche bauen kann. Oh, hier liegen Kleber, Medizin, Wodka, Getränkedosen. Baller mir hier einfach mal irgendwas rein. Ja, ich überlege gerade, ob ich einfach das Medikament einfach mal nehme. Einfach so. Wenn die eh da schon rumliegen und ich schon zu viel habe, dann einfach mit E gedrückt lassen, einfach fressen. Ich fresse einfach alle Pillen, dann geht's mir gut. Einem ist schon wieder kalt und nass, ey. Das ist bestimmt Happy Pills.
Ja, mir ist auch irgendwie kalt. Aber sind wir doch in der Höhle. Ja, ah, Sauerstofftank. Hier ist ein Sauerstofftank. Wir müssen also vermutlich tauchen. Wenn da schon ein Sauerstofftank ist. Wirkt so ein bisschen so. Was ist hier für eine Treppe? Kommen wir einfach wieder zurück, wo wir gerade... Ja, okay, da kommen wir zurück. Das ist der Weg zurück. Okay, hier ist ja auch wirklich Wasser, ne? Aber eigentlich haben wir noch Sauerstoff in dem Ding drin, oder? Mal ganz kurz das Ding anziehen. Ich habe in meinem noch Sauerstoff drin. Oh, bei mir ist glaube ich auch noch gut Sauerstoff drin. Ich mach mal ganz kurz ein kleines Feuer, damit die Ausdauer wieder hochgeht. Ja, ein Balken ist halt noch. Also ein von diesen 5/6 Balken ist weg. Achso, anzünden will er das nicht. Okay, dann nicht. Genau. Ich glaube, das wird nichts bringen, weil du gleich tauchen gehst. Du musst doch den Tauchdings anziehen, ne? Hast du Tauchanzug an? Nope. Warte, bin dabei. Wo ist denn der? Da. Ganz hinten rechts. Also unten rechts. So, dann geht's ab. In die Tiefen. Hier unten durchs Loch, nehme ich an. Denke ich auch. Dann hier durch den Spalt. Und da sind wir angekommen, glaube ich. Ich zieh das Ding mal direkt wieder aus, weil es so klobig ist. Ablegen. So, Taschenlampe wieder ausrüsten. Oh, hier liegen Knochen. Schon mal sehr, sehr vertrauenserweckend hier. Oh, da sind Kannibalen, also Mutanten. Diese Singer. Ich war mein Popstar. War mal eine wunderschöne Frau. Ich hatte gerade meine ganze Rüstung weggehauen, das Schwein. Ich kann ja neue holen. Schlitz, Schlitz. Oh, hier liegt noch Munition. Neoprenanzug war hier und eine Flasche. Neoprenanzug ziehe ich mir direkt an, dann ist mir bestimmt warm. Meinst du? Der Neoprenanzug war doch auch warm, oder nicht? Der ist doch hauteng. Aber wo ist denn der Neoprenanzug? Ach, da ist er. Warm ist mir noch nicht. Vielleicht kann man damit schneller schwimmen. Ja, wegen den Flossen, die wir anhaben. Mhm. Ich muss immer ganz kurz die bisschen Rüstung, was ich bekommen habe, anziehen. Ist hier noch mehr, was ich nehmen kann? Nee, ne? Aber ich laufe jetzt nicht die ganze Zeit mit dem Neoprenanzug. Ich laufe mit dem Neoprenanzug rum. Was gibt's denn hier? Taktische Jacke. Da vorne sind noch mehr Gegner. Da vorne steht noch einer. Die Person, die das synchronisiert hat, die muss echt viel Spaß gehabt haben. So, war hier noch irgendwie was? Ich glaube nicht. Kannst ja mal kurz gucken, ich mach mal eben Rüstung drauf. Da fehlt leider ein bisschen Rüstung. So. Oben geht's nicht, ne? Ne, geht nur nach unten. Nee, oh, man rutscht! Oh. Ja, ich merke. Man sieht halt gar nichts, ne? Ne. Wie lange rutscht man denn, Alter? Lange.
Okay. Da vorne läuft jetzt auf jeden Fall. Ja, gehen wir da auch mal hin. Das sind ein paar Cases. Munition. Klebeband und Medikamente. Ich kann einfach keine Medikamente mehr mitnehmen, ne? Ja. Geht mir genauso. Aber hier geht's auch weiter, ne? Ja, ja, klar ist. Ging das denn hier irgendwo noch? Nee. Nee, da sind wir runtergerutscht. Meinst du, man kann hier tauchen? Hm. Die Frage, wollen wir jetzt tauchen gehen oder wollen wir erst mal gucken, was im Gang ist? Das ist halt die Frage. Wir können ja erstmal tauchen und feststellen, da geht's weiter. Gehen wir in den Gang? Also kannst du ja einmal gucken, ob da was ist. Wenn da nichts ist, dann... Boah, schwimmt man schnell mit dem Neoprenanzug. Nee, hier ist nix. Ist nur ein Wasserbecken. Okay. Wie schnell ich bin. Hast du das gesehen? Wie ein Delfin durchs Wasser gleite ich. Wirklich geil, wird's erst, wenn du auch wie so ein Delfin aus der Wasseroberfläche rausschießen kannst. Das kann ich leider nicht. Ne? Das habe ich noch nicht gelernt. Oh, Moment, meine Flashlight ist leer. Das Erste, was man nicht die ganze Zeit findet, ist Batterien. Ja, die sind ein bisschen rar, ne? Mhm. Die Taschenlampe verbraucht auch schnell die Batterien, das ist echt ein bisschen krass. Ja. Ich finde, ja, viel krasser finde ich, wie unnütz einfach eine Fackel ist. Jetzt hast du die ganzen Sachen durch die Gegend geschmissen. Jetzt weiß ich nicht, wo die Sachen liegen. Hier liegt ein Koffer. Ja, nee, der Koffer, der, sind die Items sind rausgeflogen aus dem Koffer, den ich geöffnet hatte. Die sind jetzt auch hier rumgeflogen bei mir. Ich hab die noch in die Luft fliegen sehen. Okay, bei mir war der Koffer zu. Na, wenn wir Granaten bekommen, heißt das auf jeden Fall, dass... Ja, Moment, da sind ganz schön viele. Soll ich einen Molotow da reinschmeißen? Weil so viele Granaten wie man hat. Ich werfe eine. Werf noch eine. Noch. Okay. Werf noch eine. So viele. Mehr habe ich nicht. Also mehr will ich jetzt nicht. Da ist noch einer. Ach, ich bin zwei. War schon hier am Plündern. Du machst das schon. Ist auch noch einer zum Messern. Hm. Auch schon wieder Medikamente. Jetzt mal ganz kurz Rüstung anlegen. So, Rüstung voll. Jetzt bin ich auch so ein Fleischsack wie du. Jetzt kannst du mich angucken. Sehe ich aus wie du. Ah, ich habe keine Batterien mehr. Nehmen wir das Holz. Weil die gucken auch nur noch die Augen und der Mund raus bei dem Fleischsack. Also. Ja, bei dir auch. Da sieht es auch aus wie so ein Sadomaso-Typ. Oh ne, schon wieder diese Spinnenviecher. Gut, dass ich noch Granaten übrig hab. Ah. Hä? Wo kommt der denn her? Keine Ahnung. Die Granaten funktionieren auch nicht wirklich, ne? Die machen nicht wirklich Schaden auf die.
Der ist direkt neben ihm. Direkt neben ihm explodiert. Okay, der ist wenigstens gestorben. Okay, immerhin. Ich glaube, die haben einfach eine mega mies beschissene Kollisionsabfolge. Oh mein Gott. Hat da jemand geschossen? Jo. Ich kann die aufschlitzen. So, ich nehme die Flechte gleich wieder raus. Und die Axt. Statt den Bogen. Es gibt Leute, die sagen, das Spiel ist viel zu schwer. Ich finde es massiv zu einfach. Die meinen, die Mutanten seien alle viel zu stark. Auf normal. Also die beschweren sich darüber, dass es auf normal viel zu schwer sei. Wir spielen auch auf normal. Aber da können auch mehr von diesen Spinnenviechern. Eins zumindest. Ah, da hinten ist ja noch ein Muschiklaus hier. Taschenmuschi. Warte, ich schmeiß mal ein paar Fackeln. Wenn man auch uns sieht hier in der Kackbude. Ich bin hier so verbuggt, dass die mich nicht treffen können. Jetzt treffen sie mich doch. Oh mein Gott. Tot. Schlitzen. Bevor wir uns um die Taschenmuschi kümmern, müssen wir aber echt erstmal, muss ich erstmal kurz Rüstung anlegen. Ah, die Taschenmuschi kommt dann wieder auf uns zu. Ja? Da vorne. Ah, ne. Ist wieder ein bisschen weggegangen. Die Beleuchtungsabfrage ist irgendwie auch in dem Spiel kaputt. Also, bevor ich hier diese Fackeln hingeworfen habe, war die Höhle heller. Also, global gesehen, also die globale Beleuchtung innerhalb der Höhle war heller. Das, die wird einfach komplett dunkler durch die Dinger. Ja. Und nur noch die Spotlights sind hell dann. Ja, das ist total dumm. Ja, das ist es. Habe ich noch Pistolmunition? Ja, habe ich. Das sind sogar zwei, oder? Das sind mehrere. Ich glaube, alle sind tot. Ich habe meine Zeitbomben geworfen. Wofür haben wir die, wenn wir sie nicht nutzen? Nicht wahr? Wofür hat man die, wenn man sie nicht nutzt, die Bomben? Alles geschmatzt. Gibt es eigentlich einen Endgegner in dem Spiel? Nein. So viel kann ich dir verraten. Gibt's nicht. Nicht wie im ersten Teil. Ja gut, ich meine, also hätte der erste Teil auch nicht gebraucht, aber ich fand's irgendwie ganz nett. Ich kann mir jetzt schon denken, was hier liegen wird, wenn es eine große Höhle ist. Also erstmal ist hier ein Toter.
Mit Munition. Okay. Das ist gut. So, nicht am Ende der Höhle scheinbar. Es geht noch weiter. Was ist das denn hier? Eine Taschenlampe? Taschenlampe. Taschenlampenvorrichtung. Also damit kannst du es an eine Pistole machen. Ich glaube, das ist der Trick. Ich hatte vorher gedacht, dass das wohl geht mit der Pistole, Klebeband und Dings, aber es geht wohl nicht. Was total dumm ist, weil eigentlich wird das ja voll Survival. Pistole nehmen, nee. Taschenlampe dran mit Klebeband. Mm-mm. Kann ja. Ich nicht mit der Pistole kombinieren. Dann ist das die für eine andere Waffe oder so. Nee. Wo hattest du Munition gefunden? Ja, die lag hier auch rum bei den Typen. Nur bei den toten Typen. Jetzt nicht in der Ecke oder so. Ich glaube, neben den toten Typen oder so lag das. Hier vorne, neben dem hier. Es waren nur 3 Schuss. Also, es war jetzt nicht sonderlich viel. Ich muss mal was essen. Ich muss mal was trinken. Ich habe jetzt wohl eine Trinkflasche. Ja, könnte ich auch mal. Warte dann. Wenn wir schon hier sind, dann können wir auch. Eben! Das denke ich mir nämlich. Jetzt ist die Höhle ein bisschen heller. Ganz minimal, ne? Mhm. So, was ballert man sich denn jetzt hier mal rein? Könnt ihr ja jetzt hier die Konserve fressen, ne? Habt ihr noch was für uns? Komm. Die sind zwar verrottet, aber die werden ja wieder gut, wenn die gekocht werden. Die Konserven? Nee. Das Arm und das Bein. Einer von uns. Alter, einer von uns. Also Konserve füllt ja mal komplett auf. Krass. Katzenfutter ist gut. Wisst ihr Bescheid, Leute. Wenn ihr mal richtig Hunger habt, ne? Nehmt ihr davon eine Katzenfutterdose. Ballern mir jetzt hier noch so ein Red Bull rein. Das sollte ich vielleicht auch mal machen, wegen Energy. Die Arme brauche ich nicht essen, weil ich habe volles Essen, fast volles Essen. Aber ich kann die schon mal kochen. So, gekocht dürften sie jetzt sein, oder? Ja, wunderbar. Und jetzt noch ein Energy hinterher. Ich werde mal wieder ein bisschen wacher hier. So, dann geht's weiter, ne? Boah, wie dunkel die Höhle jetzt ist. Oh, schon wieder Babys. Ja, aber wenn du dir jetzt mal nach hinten guckst, Richtung Feuer. Ja. Hier ist wieder ein Koffer. Mit Leuchtdingern. Ja. Und Babys. Oh, vielleicht sollte ich auch eine Waffe ausrüsten und nicht versuchen, mit einem Stück Holz zuzuhauen. Ah, das ist super. Weißt du, was ich gut fände? Wenn man Friendly Fire abstellen könnte. Das ist super nervig, ne? Mhm. Ich nehme dir Schlag mit der Axt zu, auf einmal höre ich dich schreien. Und weiß nicht, war das das Baby, was dich getroffen hat, oder war es meine Axt, die dich getroffen hat? Ne, die Axt. So. Ey, wenn du jetzt Richtung Feuer guckst, dann guck mal, wie hell das ist. Ja. Aber hier ist alles jetzt auf einmal dunkel, trotz Flashlight. Wobei ich kann durch deinen Taschenlampenschein relativ viel sehen. Okay. Warte noch, Babys. Oh mein Gott. Hier liegt ein Rucksack mit Geld. Noch mehr Geld hier vorne am liegen. Wenn wir hier rauskommen, sind wir reich. Ach, der zieht automatisch das Ding an. Das war's. Hier, den Sauerstoffanzug. Warte ich den die ganze Zeit noch an. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Soll ich weg?
Oh mein Gott. Der haut halt ordentlich rein, ne? Versuche mich hier gerade mal in die Ecke zu backen. Scheiße. Alter Schwede. Guck mal, der trinkt. Kann nicht schwimmen. Ha, was für ein Dovi. Da habe ich ja doch alles richtig gemacht. Nur meine ganze Rüstung ist weg. Ja, ich bin auch ziemlich im Arsch. Der hat mich auch echt gut demoliert. Das ist der Einzige, der wirklich stark ist bisher in dem Spiel, finde ich. Also richtig stark. Aber auch nur, weil der echt extrem unfair ist. Du kannst ihm gar nicht ausweichen. Geht ja gar nicht. Deswegen hätte ich gerne so einen Dodge, weißt du, weil man einfach so nach hinten weg dodgen kann. Aber gibt's halt nicht. Also, klar, man kann nach hinten sprinten, glaube ich, man kann rückwärts sprinten in dem Spiel, was auch komisch ist, aber... so wirklich optimal ist das nicht als Dodge. Aber 4 Balken Rüstung habe ich immerhin. So, ich muss mir die Axt ausrüsten. Oh mein Gott, wieder ein Spiel ruckelt gerade mega. Ich habe 33 FPS gerade kurz gehabt. Haben wir jetzt noch mehr von denen? Ich habe noch C4 im schlimmsten Fall. Und keine Ahnung, wie das funktioniert. Da brauchen wir doch eigentlich eine Vorrichtung für, oder nicht? Ich glaube, das muss man verarbeiten und dann zu Bomben machen. Oh, da vorne ist Licht. Dieses Feuerzeug einfach mehr Helligkeit spendet als Babys. Guck mal ganz kurz hier oben, ob hier was ist. Nee. Als eine gottverdammte Fackel. Was soll ist das hier vorne? Du, da, die Schaufel. Aber was ist das dahinter? Keine Ahnung, und Babys. Hä? Das sind Babys. Die leuchten nicht dahinter. Die Wand da. Dieses Gebäude. Keine Ahnung, kann ich mir gerade nicht angucken. Das sieht man doch. Selbst von da aus sieht man das. Ja, wie soll ich das sehen, wenn ich auf den Boden gucke? Ja, mach doch die Babys tot, du kleiner Babyschlechter. Du hast doch den Typ mit der Schaufel gesehen. Wir haben jetzt die Schaufel. Nice. Was sind denn hier noch? Darf ich mir auch mal die Schaufel nehmen? Geil. Weißt du, ich würde gerne ausprobieren, da runter zu gehen, ob das geht, aber ich bin mir nicht sehr sicher. Deswegen mache ich mal Folgendes. Das geht doch bestimmt, oder? Hey, warte mal, das sieht aus wie diese eine Broschüre, die ich gefunden habe. Welche Broschüre? Polo Springs Broschüre. Okay. Ja, das ist das. An exclusive luxury bunker community. Okay. Die Frage, glaubst du, man kann da runtergehen? Also... ja, keine Ahnung. Oder sollten wir jetzt umkehren? Also es wäre schon ganz gut, wenn wir... Soweit ich weiß, gibt es einen Bug im Spiel, ist mir gerade eingefallen. Wenn man in der Höhle speichert und lädt, dann fällt man durch den Boden, weil die Höhle nicht lädt. Wäre ein bisschen blöd. Wenn ich jetzt den Safecam lade. Jetzt hat die Frage, kann man da runter oder nicht? Soll ich versuchen?
kannst du gerne versuchen, wenn du möchtest. Ah, unsichtbare Wand. Ah. Okay. Puh, ich dachte, man würde einfach sterben oder sowas. Ich traue den Entwicklern hier alles zu. Unsichtbare Wände sind wichtig, meine Leute da draußen. Merkt euch das. Wenn ihr Spiele entwickelt, ne? Unsichtbare Wände. Lasst den Spieler bei sowas, wo er sich wundert, ob er runter kann. Niemals runterspringen. Gibt es denn hier noch einen anderen Weg? Oder müssen wir jetzt den gleichen Weg nochmal zurück? Ich glaube, wir müssen den gleichen Weg zurück. Wir hatten ja auch einen Weg zurück da drin. Also. Siehst mal so, dann kann man nochmal alles genau absuchen. Vielleicht haben wir noch irgendwas verpasst, aber ich glaube nicht, dass wir das verpasst haben. Wir waren sehr gründlich. Okay, aber wie kommen wir jetzt in den Bunker? Weil wir die, ja, warte mal, es gab doch in dem... Ja, stimmt, es gab doch in dem einen... Also wir haben noch mindestens zwei Türen gefunden. Zwei Türen, drei sogar. Nee, ja, Türen haben wir auch noch gefunden, die finden wir auch noch, ja. Die Keycards, aber Dingens, wir haben doch jetzt mehrere Spots, die wir ausbilden können. Wir haben das Grab von dem einen Typen, wir haben mehrere Bunker, also diese blinkenden Punkte, wo man buddeln musste. Die können wir jetzt alle machen. Das habe ich ja, ja gesagt, das ist das, was ich da so schrecklich an dem Spiel finde. Du hast diese Reihenfolge, jetzt öffnet sich das Spiel, jetzt kannst du überall hin. Aber du musst halt erst diese Schaufel finden und dann dieses MacGyver-Ding, ne? Von wegen du baust Zeitbomben. Aber eine Schaufel ist zu viel, also eine Schaufel kannst du nicht bauen. Da bist du echt raus. Eine Schaufel muss ja nicht mal scharf sein. Und mit den Händen buddeln kannst du auch nicht. Du bist MacGyver, kannst Zeitbomben bauen, aber mit den Händen buddeln? Nee. Nee. Der ist das so ein bisschen komisch. So, der Koffer ist wieder da gewesen. Glaube ich, den du weggekickt hattest. Oder war das der? Nö. Haben wir den einfach verpasst, den Koffer. War glaube ich nicht der, den du weggekickt hattest. Der war woanders. Hi Libra, ich lese gleich durch, was du geschrieben hast. Ich muss mich ganz konzentrieren, dass hier kein Monster respawned ist. Letztes Mal sind Monster tatsächlich in der Höhle respawned. Oder der hat den vorher nicht gesehen, das kann natürlich auch sein, aber... Ich lese gleich alles durch, keine Sorge. Naben, sag mal, du kennst doch auch so ein bisschen das Kopf... Ah, ja, okay. Okay, das muss ich gleich zwischen den Parts lesen, glaube ich. Ja, da vorne ist ja wieder jemand. Weil wir da vorher nicht lang sind oder weil der neu gespawnt ist? Ne, der ist neu gespawnt. Unsicher, ich glaube, da sind wir vielleicht auch einfach nicht lang gegangen. Wo ist denn der? Direkt bei mir. Ah, da. Ups. Achso, das habe ich doch damals alle schon mitbekommen. Lass die Leute doch Schwachsinn labern, ganz ehrlich. Das ist auch echt dumm. Also, sollen sie glauben, was sie wollen. Es ist mir sowas von egal. Ich habe mit diesen Menschen einfach nichts am Hut. Diese Menschen sind für mich einfach absolut irrelevant. Die haben in meinem Leben, spielen halt keine Rolle, weißt du? Die können tolle Menschen sein, die können auch tolle Leben führen und alles, aber... Oh. Gucken, was da ist. Ein Stein. Also, ich glaube nicht, dass es tolle Menschen sind, aber ich weiß es halt nicht. Ein Stein? Hey, da ist ein fettes Dingsvieh. Oh mein Gott, Zeitbombe braucht ja ganz schön viel. Moment, noch Klebeband und noch Münzen. Wo haben wir denn die Münzen? Wo sind die Münzen im Inventar? Weißt du, da kannst du mal irgendwie... Ach, da, ich hab sie gefunden. So, ich brauche eine Zeitbombe. Taser ihn. Na, Tasern bringt nichts. Da geht es aber weg, sonst bist du gleich tot. So, der ist geplatzt. Dann ist das hier vermutlich der Ausgang, wa? Damit wir schneller rauskommen. Siehste, das Spiel hat an uns gedacht, Raum. Hat es einen anderen Ausgang gegeben. Mit ganz vielen Babys natürlich. Ob ich noch Rüstung habe. Ja, wie gesagt, es ist mir halt einfach prinzipiell egal, wie diese Menschen in Wirklichkeit sind. Das wollte ich damit sagen. Also,
Meine, die Menschen spielen in meinem Leben halt keine Relevanz. Ich will halt auch jetzt nicht irgendwelche Leute auf mich ziehen, weil die dann sagen, ich bin irrelevant. Na, ja, vielleicht bist du relevant, aber die Menschen spielen in meinem Leben keine Relevanz, weißt du? Und das. Wovon redest du? Ja, was in meinem Chat gerade geschrieben wurde. Ich hab deinen Chat gerade nicht offen. Ja, das ist blöd. Das kann ich nur zwischen den Parts gleich erzählen. Es gibt auch andere Code-Midas-Effekte. Die will ich nicht heraufbeschwören. Noch ein Baby? Oh mein Gott, das sind zwei Babys. Das sind noch mehr Babys hier bei uns, oh mein Gott. Ganz ehrlich, wollen wir einfach durchlaufen, ganz ehrlich. Die machen mich hier tot, die Babys. Ich hab wieder null Rüstung jetzt. Weil die Babys mich die ganze Zeit ganken. Gangbang dich? Mhm. Quasi ja. Oha. Meine Ausdauerleiste ist halt auch nur noch ein Viertel groß. Ja, ich esse mal ganz kurz was. Erstmal Katzenfutter gönnen. Und dann nochmal was trinken. Ich höre unten ein medizinisches Gerät. Piep, piep, höre ich. Piep, hörst du? Ja? Piep. So. So, ich spring da mal runter, ne? Okay, es wurde doch nicht direkt angegriffen, das ist schon mal gut. Ah, Höhlenausgang. Oh. So, meine lieben Freunde, das war's für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Unsteifen und immer das Beste aus eurem Leben. Euer Home Tinks und euer Potato Pet verabschieden sich. Bis dann. Tschüss. Tschüss.